Lass uns doch mal zusammen einen Kaffee trinken. Dieser Satz impliziert eine Einladung. Ja, eine warme Geste, sich mal wieder Zeit füreinander zu nehmen. In St. Georgen im Schwarzwald ist das Café Bohnenheld in ganz besonderer Art und Weise Träger dieses Gedankens. Gegründet vom Verein Mensch zu Mensch wird hier nämlich christlicher Glaube im Alltag gelebt und jeglicher Gewinn geht an Projekte karitativer Einrichtungen im In- und Ausland. Sehen Sie selbst. In St. Georgen im Schwarzwald gibt es einen besonderen Ort. Kaffee und Kuchen wie in anderen Cafés auch, aber eine Philosophie dahinter, die den Menschen und nicht den Konsumgedanken in den Mittelpunkt stellt. Wir haben einfach vor Jahren überlegt, was wir für die Menschen in St. Georgen tun können, wie wir vielleicht auch ein Angebot schaffen können, wo die Menschen wirklich auch was davon haben, und haben dann verschiedene Sachen überlegt und sind dann letztlich auf die Idee gekommen, hier in St. Georgen dieses Café zu gründen, als Ort der Begegnung, als ein Zentrum, wo Menschen einfach miteinander ins Gespräch kommen können und Gemeinschaft erleben können. In seiner Tätigkeit als Pfarrer und damit Seelsorger bemerkte Thomas Beisinger ein gestiegenes Bedürfnis in seiner Gemeinde. Das Bedürfnis nach Zeit. Das auch außerhalb kirchlicher Veranstaltungen zu stillen, war ihm ein Anliegen. Und so ist das Café Bohnenheld organisatorisch ganz auf den Menschen ausgerichtet. Wir haben immer bewusst zwei Leute, um zu sagen, der eine macht dann vielleicht an der Kaffeemaschine und der andere hat einfach Zeit für Gespräch. Und wir haben einen runden Tisch in der Mitte unseres Cafés und da ist auch klar, wer da hinsitzt, der möchte mit uns reden und dann sind wir auch bereit zum Gespräch und dann muss auch mal die Arbeit warten und dann ist das Gespräch wichtiger als jetzt, dass die Spülmaschine ausgeräumt wird oder so. Das Café Bohnenheld ist eine Initiative vom Verein Mensch zu Mensch. Zur Philosophie, füreinander da zu sein, gehört gleichermaßen soziales Engagement außerhalb der Kaffeeräumlichkeiten. Jeder Erlös im Café Bohnenheld kommt karitativen Einrichtungen im In- und Ausland zugute. Unsere letzte Spende, letztes Jahr im Herbst, hatten wir einen Vortrag von jemandem, der auf der CI war. Das sind Leute, die ehrenamtlich auf dem Mittelmeer unterwegs sind, um Flüchtlinge zu retten. Und dort hatten wir einen Vortrag und haben dann einen Betrag dorthin gespendet. Ein anderes Projekt war das Babies Home in Uganda, wo Kinder von AIDS oder AIDS-Waisen quasi versorgt werden. Auch mit liebevoll designten Geschenkartikeln versorgt Vereinsvorsitzende Christina Kinkes ihre Kaffeegäste. Das größte Geschenk für Gemeindemitglieder wie Heidi Schneider ist aber die Wertschätzung, die jedem Einzelnen entgegengebracht wird. Wenn 5:30 dann die Öffnungszeiten zu Ende sind, dann kann man auch bleiben, noch eine halbe Stunde. Also man darf ja so lange bleiben, wie man will. Und es 2:30 wird hier geöffnet und wenn man 2:45 dann da ist, macht's auch nicht, dann wird man einfach reingelassen und das ist eben einfach wunderbar. So erfüllt das Café Bohnenheld eine wichtige Funktion. Es hilft den Menschen, sich zurückzubesinnen, darauf, dass Zeit ein Geschenk ist und man sie sich und anderen schenken muss. Ganz egal, was die Gesellschaft von außen vorzuleben scheint.